Mein Name ist Alex Stamos, ich habe einen Heizungsbaubetrieb in Grevenbroich-Kapellen und zeige Ihnen jetzt gerne. Ich habe bis zu 30 Mitarbeitern. Wir sind im Bereich regenerativer Technik erfolgreich unterwegs. Wir haben verschiedene Schlüssel. Wir haben Schlüssel von Hausverwaltung, also von großen Objekten, Schließanlagen. Wir haben Ersatzschlüssel, die hat ja jeder, von jedem Auto. Wir haben Maschinenschlüssel und wir haben Schlüssel von Schränken, die wir hier, und das ist nochmal eine Besonderheit, die wir besonders schützen wollen, wie zum Beispiel Schränke, wo Ersatzwerkzeug drin ist. Ein Schlüsselschrank, den wir auch hatten, aber ich war halt sehr unglücklich damit. Und das Thema Schlüsselschrank im normalen Bereich ist einfach so, dass man immer noch nicht weiß, wer hat welchen Schlüssel, wo sind die Schlüssel, und dann fängt man an zu suchen. Und diese Sucherei nervt natürlich total ab. Die unterschiedlichen Stationen, die man durchläuft, die sind natürlich mit jeder Menge Herausforderungen gegeben. Und wenn ich einen Schlüssel, einen fremden Schlüssel in einer Schublade lagere, dann habe ich natürlich Zugriff von Mitarbeitern in meiner Schublade. Das ist ungünstig. Aber es ist so am Anfang. Wenn ich einen einfachen Schlüsselschrank mir kaufe, den ich abschließen kann, ist die Erfahrung bei uns, dass keiner diesen Schlüsselschrank abschließt. Und somit habe ich eigentlich eine Schublade an der Wand. Nichts anderes. Und somit habe ich meine Probleme gar nicht gelöst. Und es geht eigentlich nur digital. Und im Markt gibt es da nicht viele. Also wir haben eigentlich nur ECOS gefunden und sind damit sofort klargekommen. Der Schlüsselschrank hängt jetzt 2 Jahre bei uns im Lager. Er hat keine Ausfälle gehabt, muss man dazu sagen. Also das ist ein sehr, sehr stabiles System. Wir haben ja auch schon mal andere Glanzprospekte studiert, wo es dann anders war. Aber da muss ich echt sagen, es ist ausgedacht und gut umgesetzt. Was mich auch überzeugt hat, ist, dass wir nicht mit unserer IT das koppeln mussten. Es ist eine separate Insel, wo ich mich auch softwaremäßig und infrastrukturmäßig nicht kümmern musste. Das hat mir sehr gut gefallen. Sich zu überlegen, ob dieser digitale Schlüsselschrank der richtige ist, hängt, glaube ich, von der Firmengröße ab und auch vom Leidensniveau. Auch wenn ich mit 3 Mann bin und einen Laden betreibe und permanent das Schlüsselthema habe, nervt das, glaube ich. Gegenüber der Versicherung ist ja auch die Frage, wenn mal so eine Schließanlage plötzlich erneuert werden muss, wird vielleicht die eine oder andere Versicherung mal hinterfragen, wo bewahrst du denn deine Schlüssel auf? Und ich glaube, da haben wir ganz gute Karten jetzt. Das ist ein Mehrwert. In den 2 Jahren, würde ich sagen, haben wir alle gelernt, damit umzugehen. Auch jeder Mitarbeiter ist mittlerweile, also die großen Skeptiker sind auch alle überzeugt davon und wollen es auch selber nicht mehr anders haben, weil sie selber weniger suchen. Die Qualität, die wir mit einem solchen digitalen System bekommen haben, ist so groß, dass ich einfach das Thema gedanklich abhaken kann. Ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Gerade als Geschäftsführer hat man die Aufgabe, sich ja um solche sensible Themen zu kümmern. Trotz der hohen Kosten, die am Anfang im Raume standen, zu normalen Schlüsselschränken, den Nutzen erkannt und haben sofort gesagt, okay, das ist eigentlich die Endphase. Besser geht es eigentlich nicht. Also nicht nur eigentlich, es geht nicht besser. Und somit haben wir uns für ECOS entschieden.